Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. Blade. Mhm. In der letzten Folge, boah, jetzt glaubt mal bloß nicht, dass ich den ganzen Weg nochmal hier rumrenne, wenn ich da runterfalle. In der letzten Folge haben wir weiter diesen Ort hier erkundet und ich bin jetzt hier runtergefallen. Hi, na, tschüss. Ich lade hier so weit von das Spiel. Ich tue euch den ganzen Weg hier nochmal machen. Kann ich überhaupt laden? Ich glaube nicht, ne? Verdammt. Hier kann man auch nicht, ne? Da muss ich eben zurück und so machen. Wird auf jeden Fall nicht so lange dauern, den ganzen Weg nochmal zurückzurennen. Doof. Das war, glaube ich, verdammt weit. Allein schon die ganzen Sprünge da wieder zu machen. Ich habe mir überlegt, irgendwann mal wieder die Kostüme zu ändern zu den Normalkostümen. Wenn wir hier raus sind. Falls wir hier rauskommen. Ich hoffe, wir kommen ja irgendwann mal wieder hier raus. Und ja, dann tue ich mir die normalen Kostüme einsetzen. Willst du mich eigentlich verarschen? Wie konnte ich denn den Sprung bitte schon vermasseln? Aha. Ich trinke mal einen Schluck. Bisschen Zielwasser. So. Jetzt aber. Ich fühle zu meinen Zehen. Dann kommt wieder hier so, wo ich wahrscheinlich nicht anvisieren kann oder so. Dinger da und da muss ich wieder manuell irgendwie versuchen, das zu finden. So. Ist da rechts noch irgendwas? Okay, geil. Schon wieder ein Ding bekommen. Soll ich auch auf der linken Seite? Jetzt fall ich hier runter, ne? Was? Wieso habe ich denn jetzt was bekommen? Da ist er hier. Ja. Oder auch nicht. Bleib hier. Oh nee. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Cool. Erstmal speichern. Das sieht schon wichtig aus. Sieht schon so aus, als kommt jetzt Bosskampf oder so. Wir wissen ja alle, wie die ausgehen. Aber ich kann jetzt nochmal Leben hochballern von Benkei. Nee, nur Benkei, ne? Alle anderen haben schon. Ich möchte jetzt nicht auf die 6 hier drauf alle neuen Dinger hier hochballern, weil dann, weiß ich nicht. Irgendwann kriegen wir vielleicht dann wieder so ein Dingen, was die AP von allen erhöht um eine Stufe. Und da bringt da nichts, wenn einer irgendwie das Ding komplett voll hat. Ich merke gerade, die Musik hat sich beruhigt, finde ich gut. Oh ja. Kann ich auch mal nachgucken, hab ich irgendwie sowas bekommen? Doppelt die Laderate, okay. Himmlische Strahlung. So viele Sachen. Ich dachte, das sind da wichtige Sachen, ne? So, glaube ich nicht. Okay, wo lang jetzt? Oh, nein. Links oder rechts sieht jetzt nicht so beides aus, als wäre es wichtig, wo ich hingehe. Ha, Koromakraut. Lass mich raten, irgendwo wartet hier ein Boss. Warte ich nur, wo in den beiden Räumen? Geh mal zurück und geh den rechten Weg. Wegen, weiß ich nicht, Kuruma-Kraute und so. Kräuter meine ich. Kraute. Wahrscheinlich muss ich hier ganz viel erledigen, um das Ding jetzt zu aktivieren. Statt benutzen kann. Und
Weiß nicht. Noch mehr Kummerkraut, geil. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 17. Ich hatte auch schon mal mehr, oder? Nee, glaube ich nicht. Weiß nicht. Egal. Hallo. Irgendwo warten nur jetzt gleich Gegner. Du hast mal hier alles looten, wenn es geht. Gut. Ah, so ein Kristall, okay. Dim, 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 dim. Keine Ahnung, Alkane, doch hier, wollte schon sagen. Sind auch recht, weiß ich nicht. Großzügig mit den Dingern. Finde ich. Ja, wir sind schon genug im Spiel verteilt, habe ich so das Gefühl. Wenn ich jetzt finden würde. Da. Ich dachte, die wird irgendwie spärlicher versteckt. Ja, okay, wenn man. Man kann auch theoretisch ein, zwei schon übersehen haben. So, was kommt jetzt? Nix, okay. Es wäre es doch so einfach gewesen, aber jetzt kommen wieder diese Kackbogenschützen und ihr könnt mich mal hier. Kann ich wahrscheinlich alles für einen Bosskampf oder so gebrauchen, der ist wahrscheinlich gleich kommt. Aber was soll's? Die Bogenschützen sind mir einfach zu nervig. Also ich sehe die noch nicht mal und die schießen einen die ganze Zeit ab, die tun einen offscreen abballern. Finde ich irgendwie nervig. Oh, da ist noch einer. Sehr schön. Oh, noch einer. Und diesen, weiß ich nicht. Was haben die mich erinnert an Ninja Gaiden, ne? Laufen auch so Viecher herum. So Krallen, die waren immer die nervigsten Gegner von allen. Ich glaube, irgendwann ist jeder Gegner nervig auf den höheren Schwierigkeitsgraden, die ich nie geschafft habe. Vielleicht mache ich auch von Augen mein Let's Play. Auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad oder den zweiten. Weil das schaffe ich noch. Danach schaffe ich noch nicht mal erste Level. Ding Dong. Ding Dong, Palim Palim. So, hier ist doch bestimmt irgendwo noch was, ne? Ich dachte, ich habe so ein gehört. Also so ein Zeichen wie, ja, du hast was richtig gemacht. Mache weiter damit. Könnte eigentlich meinen, ich habe voll viele Gegenstände, ne? Werde ich mal brauchen hier für die nächsten Bosskämpfe. Wenn es ein bisschen blöd hat, man keine Sachen kaufen kann. Ich habe so viele, ja, weiß ich nicht. Energie, Seelen, was auch immer ich da sammel. Ich weiß nichts damit anzufangen. So, ich sehe doch schon wieder, wohin das führt. Ha, ich wusste es. So, jetzt langsam hier raus. Dreck! Oh ne, nicht so einer, du kannst wieder Leute rufen. So, wer hat Bock auf einen Kamui-Angriff? Ich. Bams. Da tue ich mir noch nicht an, hallo? Wie viel Schmerzen, Ausdauer und Nerven mich das kosten würde? Nein, daneben. Ja, den Big Boss habe ich glaube ich schon erledigt, oder? Schwein, ja. Oh, ein Bogenschütze, Freck. Oh, ein Bogenschütze, Freck. Er ist keiner. Ihr seht sowieso alle gleich aus. Freck. Ja, wo ist der eine, der überlebt hat? Fans. Steh auf! Schön. So, weiter.
geil. Und Scheiße, finde ich voll geil irgendwie. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Kampf gegen Kagekiyo. Schon wieder. Der eine war schon stark genug. Wahrscheinlich ist er jetzt noch viel mächtiger, ne? Das sind sie doch immer. Aber wir müssen ja noch irgend so einen Typen erledigen, ne? Wir haben jetzt zwei, drei erledigt, ne, mit Kagekiyo, aber der ist ja anscheinend noch nicht erledigt. Da fehlt ja immer noch einer nach. Okay, Rokuhara-Palast. Der Palast von Anfang? Ne. Boah, sieht geil aus. Dann sieht das recht geil aus. Duell. Ah! Dreck. Oder? Was ist das? Mann! Ja, scheint sich aber nicht bei jedem Angriff wieder weg zu teleportieren, wenn ich angreife. Geh weg, Mann! Mit deinem Blubberbläschen, ey. Okay, der scheint doch. Damit er eins mal blocken kann. Wunder, warum ich die ganze Zeit getroffen werde. Ja. Boah, ich wollte jetzt mit dem Sprint angreifen. Keine gute Idee. Warum zieht er so viel ab? Ja, der Speicherpunkt ist hier vorne, ich habe kein Problem. Jetzt ganz ehrlich, der Speicherpunkt ist direkt vor der Tür, das ist jetzt nicht so schlimm. Muss kein Plattforming dazwischen machen oder so, keine Cutscene angucken. Das ist schön locker hier. Ich will mit Kagekiyo erledigen. Mit Busan. Das würde mich so glücklich machen. Ich finde das Szenario voll geil. Wo die da kämpfen. Voll edel aus. That face. Ich meine Aufnahme jetzt gerade angeguckt. Nein, nein, nein. Wo ist er? Wie hat er mich von da getroffen? Maxim. Ich ohne Welle. Ohne Welle der Zerstörung nicht, aua, schießen kann. Alter! War jetzt irgendwie leichter zu beschauen, habe ich das Gefühl. Setzt jetzt nur diese Wellen ein. Ja, der Angriff, der tut am meisten weh, habe ich das Gefühl. Ich bin sich aber immer außerhalb meiner Kamera hier bewegt. War schon wieder die Sache mal Angriff. Ja, mit ihr kann ich gar nichts mehr reißen. Das ist voll Kacke. Soll ich mit ihr noch reißen können? Los, lass mal deinen Angriff aus. Auf, meine ich. Ma.
Zack. Zack. Buson, Benkei ist der Einzige, der noch mal ausrichten kann gegen die Bosse. Weil er genug Schaden macht, viel aushält, die Gegner auch zum Stunnen bringt hier. Boah, ich habe abgewehrt, Mann. Er denkt auch noch, was ist das? Blocken bringt auch nichts anscheinend. Alter, der Typ haut aber auch rein. Wenn jemand ein Kamui hier hat, zur Verfügung, nö. War jetzt aber. Bams! Aber knapp. Ja, schwierig. Was nehmen wir denn hier? Davon haben wir genug, ja. So, guck mal her. Bah. Nein. Ich kann ihn aber auch nicht so von alleine angreifen. Oh, die hat auch schon lange nicht mal gemacht. Oh, das ist, ich glaube, das war sehr gut. Die darf nicht mehr als ein, zwei Mal getroffen werden. Und ich einfach wegtreten. Weg. Weg. Ah. Was wollte er noch mehr? Was bist du denn, Mann? Aua. Nein. Na, komm her. Autsch. Boah. Hör mich da dann an. Piss dich. Ich will mein Kamui aufladen. Ja, bringt nix. So. Au! Hilfe! Einfach so sind Blasen ausgegangen. Aua! Au! Ey, die Dinger verfolgen mich. Der greift mich wie blöd an. Boah, geh weg! Ey, wie oft ich jetzt von den Angriffen in letzter Zeit getroffen worden bin, ne? Auch so geile Angriffe haben. Oh, leck mich doch an. Hey. Ich gegen den nichts ausrichten kann, ne? Ja, ich weiß, ich bin beinahe tot, aber. Ja, jetzt muss er mich nur damit treffen. Boah. Ey, der Typ ist aber auch schwer. Ich kann ihn nicht normal angreifen, das ist ein Problem. Immer wenn ich auf den losgehe, dann teleportiert er sich weg. Ich kann ihn nur kontern. Er trifft mich einfach so oft. Ein Versuch noch. Wahrscheinlich kommt dann noch eine zweite Phase oder irgendwie sowas, aber ja, richtig geil. Ich soll aber auch ein paar mehr Items einsetzen, aber. Ja, sind die also schnell weg?
Eieiei, die Bosse hier. Aber ich kann ja noch mal die AP erhöhen von Benke. Verdammt! Ja, die Szene kann ich gar nicht wegdrücken. Na! Das gibt's doch nicht. Ich habe eine Idee, der kann ja so mehrmals. Einmal muss ich so ausweichen und dann muss ich. Wenn die Blasen, von denen will ich gar nicht erst anfangen. Ah! Ich sollte mich besser von denen treffen lassen. Ach Mann. Ey, wie oft er sich von den Angriff treffen lässt, ne? Okay, das hätte ein bisschen besser sein können, finde ich. Oh, da mache ich hier einen Schnitt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.